gerade kommst zu Skyrim. Wir müssen ja den einen Typen verfolgen. Und heute eine sehr spezielle Ausgabe, denn... Ich hab jetzt gemerkt, ich kann das mit meinen... Ich kann das einfach mit meinem fucking PlayStation 4 Controller spielen. Ja, ich bin super. Es ist so super, ich kann einfach mit meinem fucking PlayStation 4 Controller spielen. Ah, wenn das nur für Emulatoren gehen, dann bräuchte ich überhaupt keinen scheiß Rex-Controller. Es ist ja noch die originale Steuerung. Ich finde super, dass es hier einen Support gibt für PlayStation Controller. Insbesondere, ich habe meinen Controller an meinen PC angeschossen, weil... Oh fucking hell, man schreibt mich auf fucking hell. Moment mal, das muss ich mal kurz überprüfen. Du Fotzen! Das sieht, das ist der fucking Skyrim-Aufnehmer, aber er sagt mir erstmal, ah ja, ich habe alles schon hochgeladen. Diese Fotzen, Alter. Aber wir verfolgen natürlich weiter. Mit unserem PlayStation 4 Controller. Wie gesagt, ich habe ihn nur am PC angeschlossen, weil ich ihn aufladen musste, weil ich es halt gespielt habe und ich jetzt keinen Bock hatte, meinen PlayStation Controller an meiner PlayStation an hier aufzuladen. Und da mein Kabel eher an meinem PC hing wegen mein Handy, habe ich mir so gedacht, ja komm. Dann hört ihn halt auf dein Dings auf einem PC. So. Und deshalb wollte ich jetzt gerade hier aufnehmen, Skyrim. Man merkt so, hä, AB, ich mein Controller aufgenommen. Und dann gucke ich mich so um, sehe dann halt mein PlayStation 4 Controller und denke mir so, ach so. Ja, natürlich. Ach Leute. Ja, ich weiß, wie das hier geht. Danke. Und Leute, ich werde nicht sagen, aber mit einem Controller bin ich ein Naturtalent in Schlösser knacken. Denn ich habe halt Skyrim auf der PlayStation 3 gespielt. Halt zweimal bis Level 50. Und ja. Da weiß ich halt schon genau, welche Bewegung du da machen musst. Jedenfalls müssen wir jetzt hier den guten Argonia beschatten. Weil es uns dann hoffentlich auch zum Ziel bringt. Fucking hell! Julia! Oh fuck!
Ach so, okay. War kurz verwirrt. So. Jedenfalls ist hier eine schwimmende Ziege. So. Habt hier nichts zu suchen. Moment. Verschwindet sofort. Wachen, ein Eindringling. Ich weiß nicht mal, wie man auf den Favoriten kommt. Ich wollte ja die ganze Zeit mit meinem Bogen abschießen. So. Ja, hey, was geht ab? Ja, das sind nämlich mit. Also, okay. Dass der Typ aber auch nichts merkt, du. Ich dachte hinter ihnen einmal den Typen ab. Und der merkt einfach nichts davon. Skoma, nehme ich's mit, du. Salzwassergrotte, also. So. Ich glaube, es ist ich pack keine Kontrolle raus. Ja, hinter dir. Ist das alles, was ihr könnt? Das war's schon. Wer hat den verloren?
Meine, hier müsste auch irgendwo ein Hund kommen. Okay. Naja, schon, aber physisch reißt auch nur das. Hallo? Was war das? Also natürlich, ich suche die Erde nach dem Banditengesetz los und bin da natürlich auch fündig, also. Ach, fick dich, Lydia! Danke. Stab des Zombies. Moment, ich hab da eine Idee. So, jetzt. Oh mein Gott, ja. Perfekt. Und ja, ich werde schon gleich drauf wechseln. So. Was aber machen könnte. Da war ja mir genug Schallpfeile. So. Oh, wisst ihr was? So. Doch viel besser. Das war schon kurz lustig, aber reicht dann auch. Jetzt gehört ihr mir. So. Und jetzt der krasse Kampf gegen... Wo ist der hin? Ach, der schwimmt. Der Banditen raufbeult. Hallo? Irgendwo da bist du, okay. Fucking hell, du scheiß Köter. Und fucking hell, Lydia! So. Ist auch ein Apple in Day. Dann geht's hier schon weiter. Ja, noch kurz die Truhe öffnen. Und ja, dahin wollte ich es bestimmt, statt dass ich hier gehe. Okay. So. Ist da jemand? Was
Hey, ich hab eine neue Stufe. So. Du hast auch noch ein paar tolle Dinger. Och, der Trecker, der Trackstep. Was, warum ist tot? Oh, weil der Trackstep einfach in meiner Klinge reinläuft. Och, komm on. So, einfach nochmal von vorne. Seid ihr zum Sterben bereit? So. Auf nicht die Konsole. Nein, nein. Ich kapiere es. Wenn man total sneaky unterwegs sein will. Wir gehen einfach mal den Weg lang, weil... So. Ja, wir lassen dieses Spielchen. Aber wisst ihr was? Ihr lässt mich leben. Eine Win-Win-Situation für mich. Das ist scheiße, wenn man so ein Bullet Sponge ist, ne? So. Und ich muss aber auch schon wieder die Stahlpfeile mitnehmen. So. Komm hier hoch. So. Ein bisschen hoch. Glitschen. Lassen wir die Spielchen. No. Easy. 20 Stahlpfeile, total easy.
Das war auch Rest Easy. Und die neue Stufe war es Rest Easy. Gesundheit. Und wir... Wollen wir auf ICM leveln oder können wir irgendwas anderes... was besseres leveln? Was ist denn das hier? Gib mir den voll, wenn wir das hier machen würden. So. Da wir nun mal aktuell sehr... ballerhaft unterwegs sind. Fucking Hund. Ah, okay, ich kapiere. Ja, okay, ich kapiere. Dann kann ich hier so entlang. Jo. So lang ducken. Wie gesagt, man merkt ja schon, dass das so gewollt ist, dass man da sowas machen kann. Ist da jemand? Bin hier nichts. Warum sollte ich es dir vergeben, hä? Ist das schon alles? Willst du jetzt abhauen oder nein? Und dann wieder ein Jagdbogen, aber den kannst du gleich wieder mitnehmen. Bitte schön. So. Was sind die dir? Aber kein Grund, etwas Überstürztes zu tun. Das ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Ich wollte Mercer alles erzählen, wirklich. Bitte, er wird mich töten lassen. Sprech danach, werde ich einen Schein. In Ordnung, in Ordnung. Carlia. Ihr Name ist Carlia. Ihr sagt den Namen, als müsste ich ihn kennen. Mercer hat euch nie von ihr erzählt? Carlia ist die Diebin, die verantwortlich ist für den Mord an Gallus, dem letzten Gildenmeister. Jetzt hat sie es auf Mercer abgesehen. Und ihr helft ihr? Helfen? Nein, nein. Schaut, ich wusste nicht einmal, dass sie dahinter steckt, bis sie mich kontaktiert hat. Bitte, ihr müsst mir glauben. Wo ist Carlia jetzt? Ich weiß es nicht. Als ich sie gefragt habe, murmelte sie nur... zum Anfang des Endes. Hier, nehmt die Besitzurkunde von Gut Goldenglanz als Beweis. Sagt Mercer, dass ich für ihn lebend mehr wert bin als tot. Akzeptiere ich es nochmal so. Bist du mal davon weggekommen, lieber Gulumai? Warum denn ist gleich so? Ich sitze ein bisschen in der automatische Reflex, als ich mich sofort ducke, wenn ich etwas sehe. Okay, dann noch er hier so. Was denn jetzt?
Ja. 8 Gold. Wow. Der ist recht viel wert. Der auch. Und das ist eine Meistertruhe. Ja, und Experten. Okay, ist der erste PS hier. Hier? Jawohl, perfekt. Hätte es die Makulosamitis sein können. Eine Deppentruhe. Mein Schlossknacken implodiert. Ficken. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Fuck. Ich wollte einfach richtig cool sein und einfach nichts bewegen. So. Für den Stallfeind nehme ich natürlich. Herzlich gerne. Auf Horror können wir ihn auch noch treffen, denke ich mal. Also wir fahren jetzt mal eben mit Oma zum Friedhof, ne? Ja. Und zum Aldi. Ja. Eltern habe ich Rest. Und ist sogar noch so spät am Ende. Ich weiß nicht mal, ob ich das wirklich merken werde beim Aufnehmen. Ich bediene mich hier nur. Nix, nix. Ich bediene mich hier nur. Das sollte euch da keine Probleme bereiten. Okay. Ein nicht allzu kompliziertes Rätsel. Gefällt mir. Erinnert ihr das noch an die Sätze? Jo, ich denke, wir treffen noch einen Orca. Einen Horker. Horkade, fucking hell. Ah, war nicht. Die Horker waren schlechter, als ich gedacht habe, um ehrlich zu sein. Ich hatte aber einen riesen Respekt vor die Viecher. Ich weiß jetzt selber nicht, warum ich sie so schnell umgebracht habe. Naja. Meine, mir kann es Rest sein. Und mir kann jeder Horker so schwach sein. Haben wir die Hülle ja auch erledigt? Gut. Und da ist anscheinend ein neues Turm. Naja, ein sehr komischer neues Turm. Aber ein neues Turm. Sag ich's ja. Ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich das neues Turm zählt. So, ficken. Okay, einfach so machen. Was ist Lehrling so schwer? Ich glaube, ich muss da mal was mit Schlossknacken machen, damit Lehrlingslöser nicht mehr so hart sind. Ihr habt hier nichts zu suchen. Ich sage es euch zum letzten Mal. Akzeptiere es. Akzeptiere es.
Nie hat man was über uns gehört. Nie. Oh fuck. Na gut, das war nochmal tot, aber das war auch der Schlusspunkt dieser Folge. Muss jetzt noch irgendein gutes Substantiv mit der finden, damit ich das adäquat beenden kann, die Folge. Ja, nur noch Horcas, aber die jucken mich ein Scheißreck. Nächsten Part sehen wir uns wieder. Ciao.